Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Dauntless Bildvideo hier auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute ein Bild, das extrem guten, heftigen Schaden macht. Aber vorher, guckt doch nochmal nach, ob ihr mich eventuell abonniert habt oder ob ihr zu den 60% der Leute gehört, die meine Videos gucken, aber nicht abonnieren. Also, es würde mir sehr, sehr helfen, wenn das tut. Für euch ist es kostenlos. Hier bekommt ihr immer wieder die neuesten Dauntless Videos von Builds, auch Livestreams und alle News rund um Dauntless und den anderen Spielen, die ich so spiele, in den Epic News. Also guckt euch die auch auf jeden Fall an. Und jetzt, wie gesagt, die beiden Knöpfe da unten drücken und los geht's mit dem Video. So, das ist das Bild und wir gehen es mal Schritt für Schritt durch und ich erkläre euch, was ich da so gebaut habe und hinterher machen wir natürlich auch die Skill-Zusammenfassung. Also, wir fangen an, wir haben die Wiedergängerzelle drin. Ja, macht natürlich sehr viel Schaden, gibt uns auch noch ein bisschen Lebensraum. Ihr müsst aber aufpassen, wenn ihr Wiedergänger benutzt, habt ihr natürlich immer wenig Leben. Von daher solltet ihr bei diesem Bild auch ausweichen können. Schwert haben wir den Ausbrenner drin. Ausbrenner, Togadoros Schwert mit der Bindung Embersäbel. Als Mod nehmen wir den rekursiven Griff, als Spezial den glühenden Zyklopen und die beiden Zellen sind Zelle der Gesundheit und Zelle der Wut. Laterne nehmen wir Koscheis Blüte mit Katalysator. Wenn ihr ohne Tränke spielen solltet, ich würde es euch bei dem Bild nicht empfehlen, aber wenn ihr das möchtet, ohne Tränke spielen, dann nehmt ihr hier anstatt Katalysator einfach Kaskade. Der Helm ist die agarische Krone, die gibt uns Parasitär und die Zelle der Gesundheit. Die Rüstung, Trax Schatten mit Gerissenheit. Hier haben wir zweimal Gerissenheit, also direkt auf plus 6. Die Handschuhe, vulkanische Handschuhe mit Katalysator oder aber dann Kaskade, wenn ihr das möchtet. Und die Chronotreter mit Puls auf plus 2. Ganz wichtig, ihr solltet Puls auch nur auf plus 5 insgesamt haben. Aber dazu kommen wir jetzt zu der Skill-Zusammenfassung und dazu, wie das Bild so aufgebaut ist. Also, wir haben natürlich Gerissenheit drin, gibt uns kritische Trefferchance und zusätzlichen kritischen Treffer Schaden. Wir haben in dem Fall Katalysator, damit die Tränke besser wirken. Wir haben widerstandsfähig plus 500 maximale Gesundheit, um den Wiedergänger natürlich öfter nutzen zu können. Wir haben Wut drin. Wut gibt uns immer wieder, wenn wir getroffen werden, plus 20% Schaden und lässt uns auch nicht so schnell umfallen. Auch sehr, sehr wichtig. Puls auf plus 5 und das ist ganz wichtig, weil hier jeder sechste Treffer wichtig ist. Warum ist der wichtig? Ganz einfach, wir haben in der Bindung hier den Embersäbel ja drin und der gibt uns bei jedem sechsten Treffer plus 250% Teilschaden. Zusammen mit Puls, der uns bei jedem sechsten Treffer nochmal einen kritischen Schaden gibt, haben wir extrem viel Teilschaden, den wir mit dem sechsten Treffer austeilen können. Außerdem Parasitär hilft uns beim Wiedergänger, hält uns am Leben. Wendige Wut ist die Bindung vom Embersäbel, ist nicht ganz so wichtig, aber wir nehmen es natürlich mit. Tränke solltet ihr mitnehmen, das Ausdauerelixier. Tatsächlich, weil ihr werdet wenig Ausdauer haben und ihr müsst ausweichen können. Von daher ist das Ausdauerelixier hier sehr, sehr wichtig, um euch am Leben zu halten. Natürlich auch Raserei und Prügelelixier, die beiden Standarddinger. Aber in dem Fall nicht Ätherschwung, sondern Ausdauer mitnehmen. Alles in allem ist es das. Es ist ein sehr, sehr hohes Schadensbild und das zeige ich euch jetzt auf dem Übungsplatz mal. Auf dem Übungsplatz angekommen, werde ich euch zeigen, was ich meine mit hohen Schaden. Also, wir machen mal unsere drei Attacken hier und zwar zweimal die harte Attacke. Und ihr seht, der sechste Treffer gibt uns tatsächlich 3000 Teilschaden. Wir machen das nochmal. Die erste Combo, die zweite Combo und ihr seht wieder die 3000. Wenn wir jetzt hier noch ein bisschen experimentieren. Wir machen den Wiedergänger mal rein. Wir kriegen natürlich noch mehr Schaden dazu. Wir machen jetzt schon 3900 Schaden. Wir können
nochmal den Wiedergänger nutzen. Wir machen nochmal hier dieses 3600, hauen den Wiedergänger wieder rein, sammeln die kleinen Pünktchen ein, die ja sehr wichtig sind, kriegen 4400 Schaden mit dem sechsten Treffer. Immer der sechste Treffer gibt uns richtig guten Schaden. Der sollte also sitzen bei euch. Und ja, dann können wir nochmal den Wirbel machen, ziehen den einmal komplett durch und ich zeige euch mal, was der so an Schaden insgesamt macht. Denkt dran, die harte Combo zu nutzen. 14.800 Schaden durch den Spin. Sehr, sehr cooles Bild. Und das probieren wir jetzt auch nochmal bei dem Behemoth aus. Übrigens, diese ganzen Schadenszahlen sind bei einem Level 12 Schwert entstanden. Also wir machen hier mit dem sechsten Treffer zwischen 4.000 und 6.000 Schaden mit einem Level 12 Schwert. Das erhöht sich natürlich dementsprechend, wenn ihr mal Level 20 Waffen habt oder sowas. Aber das ist schon sehr, sehr krass. Und jetzt würde ich sagen, wir jagen mal einen Behemoth. Und zwar gehen wir hier auf den Zorncup. Ja, wir sind Level 12, Level 14 bis 17. Das ist so auch so okay. Wenn ihr leveln wollt, solltet ihr nie mehr als 5 Level über euch gehen, weil das wäre Verschwendung. Von daher passt das ganz gut und da gehen wir jetzt rein. So, wir schnappen uns jetzt hier den Deep Frost Scan. Denkt daran, eure Tränke zu nehmen. Ganz wichtig, vergesse ich auch sehr, sehr oft. Und denkt daran, euer sechster Schlag sollte sitzen und versucht auszuweichen, denn sonst stirbt er mit dem Bild. So, und das war's auch schon. Es war kein guter Kampf von mir. Ich wollte ihn mehrmals unterbrechen. Mit Wiedergang hat nicht geklappt. Aber trotzdem seht ihr schon, es macht extrem guten Schaden. Ihr müsst ein bisschen aufpassen, weil ihr immer mit wenig Energie spielt oder mit wenig Leben spielt, wenn ihr kämpft. Aber das soll es gewesen sein. Ich spiele total gerne mit dem Bild. Und schreibt mir doch mal eure Meinung in die Kommentare. Also, Like nicht vergessen, Abo nicht vergessen. Bis dann. Ciao.